Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine habe ich festgestellt, dass in Deutschland doch nicht so wenig verbreitet ein Pazifismus gibt. Das wusste ich natürlich vorher auch schon, aber dass es so krass ist, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, die Ukraine hätte gleich aufgeben müssen, das hat mich dann doch gewundert. Ich finde es auch rätselhaft, wie man in Deutschland, das ja schließlich von den Amerikanern mit solider Waffengewalt von den Nazis befreit worden ist, wie man ausgerechnet in diesem Deutschland eine so starke pazifistische Tendenz haben kann. Sie ist verbreitet. Sie war, bei den Grünen war es ursprünglich ein zentraler Punkt. Die Kämpfe gegen den NATO-Doppelbeschluss, auch eine NATO-Feindlichkeit war bei den Grünen früher selbstverständlich, bei der SPD auch. Die Grünen haben sich Gott sei Dank ein Stück weit gewandelt. Aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie kann man als deutscher Pazifist sein? Wir hätten die Nazis ja immer noch, wenn nicht mit kriegerischen Mitteln, die beseitigt worden wären.